Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Grüß Gott, mein Name ist Tobias Gotthard. Ich bin Europaausschussvorsitzender im Bayerischen Landtag und jugendpolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion. Für mich ist klar, in Zeiten, in denen Corona wütet, in denen Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz haben, in Kurzarbeit sind oder sich um die Zukunft ihres Unternehmens fürchten, nehme ich keine Diätenerhöhung an. Ich spende sie. Und ausgesucht habe ich dafür drei Projekte in meiner Heimatregion. Projekt 1 sind die Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Regensburg. Ihnen gebe ich 1.000 Euro zum Anlegen von Blühflächen im gesamten Landkreis, damit der Landkreis im nächsten Sommer, im nächsten Jahr wunderbar erstrahlt. Projekt 2 ist der VdK im Landkreis Regensburg. Er bekommt 1.000 Euro zur Anschaffung von Ruhebänken, damit die Menschen zur Ruhe kommen und unsere wunderschöne Heimat genießen können. Und Projekt 3 ist in meiner Heimatgemeinde Karl-Münz. Gemeinsam mit dem Tourismusverband finanziere ich dort mit 600 Euro die Anschaffung einer lokalen Währung der Karl-Münze, damit das Geld schon in dieser Weihnachtssaison bei den lokalen Unternehmen bleibt und wir damit ein starkes Stück Zuversicht schenken. Denn das, glaube ich, ist wichtig in der heutigen Zeit, nach vorne zu schauen, Zuversicht zu haben und daran zu denken, dass es ein Leben nach Corona gibt. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion.